Hallo Freunde, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Star Wars Republic Commando, natürlich mit mir, dem Shark. Und ja, was haben wir da letzte Mal gemacht? Wir haben Fixer wieder gefunden hier auf diesem ziemlich abgefuckten Schiff mittlerweile. Also hier ist alles kaputt. Haben 7 gerettet vor den ganzen Trandos, die den da vermöbelt haben. Und jetzt müssen wir unseren dritten Kumpel suchen. Gefängnisausbruch heißt die Mission. Vorsicht, noch mehr Sklavenhändler. Ja, dann setz dich doch erstmal dahin. Zack. Gute Nacht. Hier stinkt's nach... Ey, da hat sie einer versteckt. Ich hab's genau gesehen. Das gibt's nicht. Hat der sich jetzt ernsthaft nach hier oben verzogen? Oh, der ist aber schon... Ah, nee, das war, glaube ich, der, den ich gerade gekillt habe. Okay, ich dachte, da hat sich noch einer nach hier oben verzogen. Na gut. Ja, ist der mit dem hier? Der steht doch hier so offen rum. So, einmal alle hier so hinstellen. Komm mal hier. Au, Hilfe. Das können erstmal unsere Kumpels machen. Sparen wir Muni. Und eigentlich machen die das für gewöhnlich ja ganz gut hier. So, wollen das Ganze mal hier ein bisschen mit Taktik angehen. Oh, da ist noch einer. Den erreichen sie nicht. So, Ende im Gelände. Haben wir hier noch irgendwas? Oh, da haben wir Muni. Ja, so, sehr schön. Sind wir wieder voll. Ja, und ich glaube, wir sind jetzt hier auf dem Gefängnistrakt von dem Schiff. Oh, nice. Danke. Position ändern, Delta. Zeigen Sie, was so, einmal bis dahin. So, du sagst gute Nacht. Was haben wir hier? Ach, da sind wir die Schrotflinten. Die Trandos wissen, dass wir 6-2 zu Hilfe kommen. Boah. Moment. Ach, da haben wir wieder eine Mine. Nee, Mine ist uncool, da will ich nicht lang. Dann sprengen wir halt hier die Wand, basteln hier erstmal ein Bömpchen hin. So, unsere Jungs geben uns hoffentlich Feuerschutz. Der 07, der ist ja wieder voll angekratzt. Was hat der denn gemacht? Okay, da sitzt, glaube ich, einer direkt dahinter. In Deckung. Kabum! Eieiei, ist das hell. Kommen hier Trandos? Hier kommen keine Trandos. Ach doch, da kommt Trandos. So. Einen haben wir scheinbar mit der Explosion schon mitgenommen. Wow. Der hat uns mit der Schotti aber erwischt. Nein. Aus. So. Weg. Okay, da haben wir Bagda. Das ist gut zu wissen. Gut zu wissen und wir haben keine Muni. Zack. Jungs, da kommt mal her. Hallo. Kommt ihr? Ach, kommt her. Dann halt manuell. So. Hier haben wir wieder so einen Gang, wo es nach oben geht. Gut, hier ist dafür aber nichts am Start. Alles klar. Einmal alles aufgeklärt. Okay, er heilt sich schon. Das ist sehr gut. Viel besser. Viel besser, ja. Das nehmen wir auch nochmal zu uns. Hier vielleicht noch was? Nee. Oh, hallo Trando. Na, komm, verrecke. So, dahin. Wow, hier haben wir Geschütze. Alles klar, du sagst gute Nacht. Ah, da ist auch noch eins. Haha. Ja, so langsam kennt man doch das Spiel und seine fiesen Tricks hier. So, Ende ist. Okay, wir sind jetzt auf der anderen Seite der Mine. Jetzt machen wir die auch mal weg, falls wir hier wieder zurück müssen. So, du gehörst uns. Wir haben ja richtig Action-Mucke am Start. Du kannst mitkommen. Wir brechen auf. Hinterhalt, Hinterhalt! Ah! Aua, aua, aua. Ich will Bagda. Ganz viel. Und am besten sofort. Boah, mit was hat der uns denn da erwischt? Uncool. Zack, 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 zack. Und irgendwas hat uns doch schon wieder. Ey, gehst du wohl weg hier? Okay, der war auch ziemlich verwirrt. Der konnte nichts. Alles klar. Okay, die kloppen hier auf unsere Kumpels ein. Okay, was macht der denn? Okay. Ärmchen ausgekugelt und Ruhe ist. Hier haben wir keine Minen. Was haben wir hier? Laut der Baupläne führt diese Tür zum Kontrollraum des Zellentraktes. Verrecke. Verrecke. Automatische Sicherheitssysteme sind online. Was? Wo? Gehen wir rein. Leise. Leise? Ich hätte allerdings... Alter!
Der und seine Schotti. Aua. Ich hätte das Ding jetzt allerdings gerne gesprengt, einfach weil... Ja. Gucken wir mal, vielleicht können wir hier so einen Blick erhaschen. Was haben wir denn hier? Wir haben zwei Geschütze. Das dürfte eigentlich... Ich glaube, das ist nur Deko. Eine Bagdad-Station. Da können wir den befehligen. Ich glaube, da können wir wieder irgendwas übernehmen. Okay. Die Muni nehmen wir noch mit. Ja gut, aber wenn er schon sagt leise, dann hacken wir das Ganze mal. Fixer ist da. Okay. Eine Sekunde, okay. Ja, mach fertig. Jetzt sind noch 3 Sekunden übrigens. Ich sehe es genau. Ja, schauen wir mal. Hacken Sie endlich das Terminal. Einmal das Terminal hacken. So. Wir gehen auf die Geschütze. Ach verdammt, ich wollte mir auch eigentlich angewöhnen. Die schießen ja gar nicht. Okay, alles klar. Alter, aber der schießt. Uncool. Ey, ich mach die. Alter, die Tür, die geht mir auf die Eier. So. Der Satz der Zelle 2187, rechte Seite am Ende des Gangs. Oh, hier ist aber einiges am Start. Okay, ich hole mir jetzt aber nochmal Bacta. Ja, unseren Jungs, die könnten, glaube ich, auch ein bisschen Bacta vertragen. Die sehen nicht ganz so fit aus. Hm. Ey, egal, wir holen jetzt erstmal hier 6-2 raus. Dem geht's ja scheinbar nicht ganz so gut. Ah, okay. Können wir nichts mitnehmen. Schade. Ich kümmere mich um Delta 6-2. Momentchen. Ja, wir müssen ja erstmal aufräumen. Ich kümmere mich um Delta 6-2. Gut, dann passen wir mal auf. So, mitkommen, Kamerad. Habe ich irgendwas verpasst? Nein, haben Sie die Daten? Ja, Sie haben mich durchsucht, aber ich hatte die Daten gut versteckt. Wo genau? Das wollen Sie gar nicht wissen. Alles klar, Deltas Bewegung. Das will ich jetzt auch nicht so. Wir haben gerade die Barrikade gesprengt. Aua. Vorsicht, der Feind hat Verstärkung angefordert. So, Jungs, Stellung beziehen. Ah, jetzt haben wir ja neben den Trandos auch noch Droiden hier drin. Wo kommen die denn eigentlich her? Ich wusste gar nicht, dass Trandos und die Droiden irgendwie zusammenarbeiten. Aber man lernt nie aus. Dann gehen wir jetzt hier weiter. Uah! Hat der mich jetzt erschrocken? Alter Vater. So, bitte auf den da. Okay, der ist verwirrt. Testen wir doch mal, was das Ding hier kann. Okay, der kann gar nichts. Zack, Ende ist. War noch einer. Einnehmen. Roger. Alter, was ist denn mit euch hier los? Ihr könnt ja gar nichts gerade. Okay, wir haben ein bisschen verbackte Droiden. Wir halten jetzt. Okay, schade, das war's. So, erstmal auf den da. Aber wir haben den schon gut Schaden gemacht. Kann man nicht meckern. Muss man dann natürlich ausnutzen, wenn die Dinger mal verbackt sind. So, wir gehen das Ding jetzt mal von hinten mit dem Messer an. Zack, aus die Maus. So. 7, du gehst raus aus der Scharfschützenstellung. Humpeln Sie nicht rum, nehmen Sie Bacta, Soldat. Du holst dir da das Ding. Kein Bacta verabreichen, Kommando. Ja doch, aber ich will zuerst. So. Ich will nämlich, dass mein Team jetzt vollständig geheilt ist, wenn wir hier rauskommen. So. Und da geht's dann auch schon weiter. Wir müssen darauf, Team. Rechnet mit allem. Ja, was kommt denn dann jetzt noch? Weil wir sollten ja eigentlich nur hin, um die Informationen zu beschaffen. Ja. Das ist sehr schön. Alle sind wieder grün. Taktische Überlegenheit. Ja, jetzt bin ich mal gespannt. Los. Oh, hier sieht's aber noch relativ heile aus. Worauf schießen die denn? Sind überall. Überall Kamikaze-Druiden. So. Trando, weg. Trando, weg. So, und es wird, glaube ich, Zeit, dass wir uns jetzt mal hier wieder so eine Schotti holen. Nachdem wir keine Muni mehr haben für unser... Für unsere dicke Wumme. Wo geht's denn jetzt weiter? Ich glaube, hier die Richtung, oder? So. Ja, genau. Hier ist die Tür offen. Dann komm mal mit. Verzieh dich mal. So weit kommt's noch.
So, Tür die Tür. Aufbrechen, los. Nein, erstmal Bagda. Bagda, hallo. Lassen Sie mich kurz nachdenken. Genau. Das ist ein Sperrgebiet. Automatische Sicherheitssysteme sind online. Ach, bla bla. Gehen wir rein, leise. Warum denn leise? Oder ach so. Ohne Bagda. Ja, Moment. Kann das sein, dass die Geschütze gerade nicht auf uns geschossen haben, weil wir die Tür gehackt haben? Das wäre natürlich eine Möglichkeit, weil sie wurden uns rot angezeigt. Klick, klick. Aha, klick, klick, klick. Alles gehackt, Sklaven. So. Tatsache. Wenn wir die Dinger hacken, dann können die uns nicht viel. Geil. Okay. Also einfach mal ein bisschen mit Köpfchen da rangehen. So, genau wie er. Der hat ein bisschen was in sein Köpfchen reinbekommen. Hier ist nichts mehr. Hackprotokoll initialisieren, Delta. Ja, dann hacken wir uns doch jetzt hier mal durch. Vielleicht können die Geschütze uns ja noch nützlich werden. Wer weiß. Okay. Das Hacken ist natürlich... Ja, er erzählt uns, wer hat gleich wie gerade. Das Hacken ist natürlich jetzt nicht halb so spannend, wie Granaten da reinwerfen. So, komm. Geschossen, Boss. Okay, Bümpchen. Ja, da kommt doch gleich einer und schießt auf das Ding. Ich sehe schon kommen. Geh in Deckung. Was? Warum gehst du in Deckung? Na. Na. Oh nö, wir müssen nach. Nein, nicht zu dem Ding. So. Zack. Unsere Jungs sind gerade auch wieder so ein bisschen verbuggt. Zumindest zwei von denen. Nicht cool. So. Dies ist ein Sperrgebiet. Automatische Sicherheitssysteme sind online. Ihr wisst, was das bedeutet. Mehr Geschütze. Gehen wir rein. Wo hier überall Sperrgebiet ist. Gehen wir rein. Leise. Roger, Sir. Leise. Ganz leise. Ja, sieh ja. Machen wir doch. Da steht doch bestimmt wieder so ein Trando hinter. Der kriegt dann gleich einen auf den Sack. Na? Mach mal fertig. Tür ist offen. Tür ist offen. Ich hab dich schon gehört. So. Geschütze. Nix. Nix. Bagda. Und weiter. Was ist das denn für ein Level hier gerade? Alter, wo kommt er denn jetzt her? Zack, zack. Nein. So, aus. Sie, Bagda. Dann einmal bitte aufladen, Fixer. Bin einsatzbereit, Delta. Und... Noch ein Träger für den Androiden. Oh, nö. Also schauen die ganzen Waffen. Gut, machen Sie scharf. Ja, das wüsste ich auch mal gerne. So, zack, aus. Aus. Und nachladen. Oh, jetzt haben wir auch noch so Dinge. Diese Tür führt zur Brücke. Achtung, Granner, sollten mit einer Begrüßungsfeier rechnen. Ja, Begrüßungsfeier hört sich doch schon mal positiv an. So, alle auf den da. Konzentrier dich bloß nicht so stark auf Fehler, dazu vergiss mir Deckung zu geben. Oh, nö. Zack. Ne, wir gehen erstmal alle auf den gleichen. Ach, das bringt gar nichts. Okay, machen wir das halt so. Nein, machen wir nicht. Wir holen unsere Sniper raus. Zack. Au, geh weg. Och, Hilfe. Gott. So. Und so. Der ist K.O. Und dann haben wir hier noch einen. Ziel eliminieren. Weg. Nein. Aus. Hallo, Freunde. Könnt ihr mal... Angriffsformation einnehmen. Ja, Sir. Ja, danke. Ach, komm. Kannst du mich auch gerne haben. Friss. Bzzzt, bzzzt, bzzzt. So, aus. Ja. Fertig gespielt. Okay, was haben die denn hier gemacht? Oh, haben wir ein Löchskin. Können wir aber auch nicht rein. Schade. 4-0 wieder auf 100%. Sehr schön. Unsere Kumpels sind so intelligent und heilen sich selbst. Hammergeil. Das machen wir jetzt auch nochmal. Sehr schön. Okay, das können wir nur sprengen. Natürlich, Sir. Dann mit voller Wucht da rein. Und das müsste jetzt die Brücke sein. So. Tu mal rein. Kack, Trando da. So, alle auf den da. Alle auf den da.
Ich könnte ja dafür wetten, hier ist auch noch irgendwo so ein Elite-Trando. Ja, Sigi, hör auf mit Thermaldetonatoren hier zu werfen. Eieiei, ich hab da gerade was gesehen. Zeigen Sie, was Sie können, Kommando. Vielleicht da oben. So, bei der da oben. Ziel eliminieren. Alter Vater, die fahren ja aber einiges auf. Na komm, spiel mit der EMP-Granate. Eieiei, unserem Team geht's nicht gut. Verdammt! Eieiei. Nee, ich glaube, das müssen wir nochmal machen. Ich glaube, das müssen wir nochmal machen.